Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, es ist Samstag früh morgens. Ich bin schon in Sportklamotten und gleich geht es mit den Rädern los. Zusammen mit meiner Freundin fahre ich zu den Eltern von ihr und wir verzichten mal auf das Auto und auf die Bahn und haben uns gedacht, Mensch, lass uns das doch mal verbinden mit einer kleinen Bikepacking-Tour und haben jetzt unsere Taschen gepackt und auf die Fahrräder geladen und jetzt geht es einfach Richtung Köln. Und bist du ready? Ja. Hast du Bock? Let's go. Los geht's. Dann sind wir angekommen in der Heimat und ja, ist jetzt die Strecke wunderschön, aber auch schon recht anstrengend mit Gegenwind, aber sind gleich angekommen und dann war es das für heute erstmal. Angekommen, 61 Kilometer von Aachen nach Bergheim. Erstmal das Rad wieder sauber machen für morgen. Lala. Hilfst du uns? Ja, hilfst du uns? Nee. Nächster Tag. Wir drehen heute eine kleine, um die 40 Kilometer Runde hier in Bergheim. Neue Wege erkunden und wollen heute mal so einen entspannten Tag machen und gehen später noch mit den Hunden von Denise noch spazieren im Wald. Leute, was ist das für ein kranker Gegenwind hier? Kilometer, heute eine kleinere Runde, war richtig gut, aber mega viel Gegenwind. Am Abend sind wir noch mit den Hunden spazieren gewesen und am nächsten Tag ging es dann für mich 60 Kilometer wieder zurück nach Aachen. Jo Leute, was geht ab? Ich bin wieder auf der Rückfahrt nach Aachen und zwar geht es wieder nach Hause. Ich habe noch 35 Kilometer vor mir und dann habe ich es geschafft. Ja, es ist aber gerade echt mega anstrengend. Gerade eben hat es heftig geregnet und es ist mega windig und jetzt fängt es gerade wieder an. Also macht man nichts, einfach weiterfahren und trotzdem irgendwie Spaß haben, auch wenn es gerade echt anstrengend ist. Aber noch 35 Kilometer, dann habe ich es geschafft. Let's go! Angekommen in Aachen. Die Rückfahrt war auf jeden Fall richtig anstrengend und ich bin richtig froh, jetzt wieder zu Hause zu sein. Es war nämlich richtig kalt auf dem Rad mit dem Regen und dem Wind, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und die Minitour übers Wochenende war auf jeden Fall richtig cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, euer Hasred.